WDR 5. Scala. Aktuelles aus der Kultur. Mit Sebastian Wellendorf. Sehr gut, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Salvador Allende, in den 70er Jahren Präsident von Chile. Er war der Vetter des Vaters von, genau, jetzt kommt die Kultur ins Spiel, von Isabel Allende, der bedeutenden Journalistin und Schriftstellerin, Stichwort das Geisterhaus. Sie selbst war also persönlich betroffen vom politisch sehr turbulenten, grausamen Umbruch in Chile. Wie sich das auf ihre Literatur ausgewirkt hat, darüber berichten wir heute. Heute wird Isabel Allende 80 Jahre alt. Außerdem hinterfragen wir das Konzept des Zahl so viel du willst für Kultur. In Paderborn hat ein Museum mal wieder einen entsprechenden Versuchsballon gestartet. Aber wir beginnen mit einem Jahrestag, der nach wie vor zu wenig Beachtung findet im deutschen kulturellen Gedächtnis. An einem einzigen Tag, am 2. August 1944, sind 4.300 Sinti und Roma umgebracht worden in Auschwitz-Birkenau. Dieses Datum erinnert heute exemplarisch an den Völkermord an diesen Volksgruppen. 500.000 Sinti und Roma sind von den Nazis ermordet worden. Und dieser Tag ist auch zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma erklärt worden. Ein Anlass, um sich mehr mit Themen wie Verantwortung und Antiziganismus auseinanderzusetzen. Aber auch ein Tag, um in Dialog zu kommen. Das Sinti- und Roma-Festival Jelem Jelem in Dortmund bietet sich dafür an. Es gibt Ausstellungen, es gibt Filme und Diskussionspanels. Und ich bin jetzt verbunden mit Roshana Lorraine Witt vom Verein Safe Space, der diverse Minderheiten vertritt und das Festival mitorganisiert. Hallo Frau Witt. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Antiziganismus, also der Rassismus gegen Sinti und Roma, hat zugenommen in den letzten Jahren, aber eine zentrale Meldestelle für solche Übergriffe, die gibt es erst seit ungefähr einer Woche. Was sagt Ihnen das, Frau Witt? Dass wir noch sehr viel Arbeit vor uns haben. Also Sie sagen, der strukturelle Rassismus, das strukturelle Gewaltverhältnis gegen Roma und Sinti hat zugenommen. Ich würde sogar sagen, wann hat es denn je aufgehört? Insbesondere am heutigen Tag sprechen sehr viele Menschen in ihren Reden von einem nie wieder, das das Fundament unserer deutschen Gesellschaft, unserer Demokratie stellt. Und da frage ich mich immer wieder, was haben die Menschen die letzten 77 Jahre alles nicht gesehen, nicht gehört? Auch der Bericht der Untersuchungskommission Antiziganismus, der im letzten Jahr der Bundesregierung übergeben wurde, unter dem Titel Nachholende Gerechtigkeit, kommt zu dem Schluss, dass es seit 1945 eine Kontinuität der Verfolgung gibt. Die sogenannte zweite Verfolgung ist davon nicht ausgenommen. Das betrifft insbesondere Menschen aus den Jahrgängen 1960-70. Und diese Menschen waren betroffen von tatsächlich noch den gleichen Menschen, die irgendwie ihre Vorfahren vergast und ermordet haben, die dann einfach nur umdisponiert wurden ins Schulsystem, ins Verwaltungssystem etc. Eine vollständige Entnazifizierung hat es so nicht gegeben und ich glaube einfach, dass wir uns als Gesellschaft dieser Tatsache stellen müssen und anfangen müssen, Strukturen aufzuarbeiten und das nachzuholen, was viel zu lange verpasst wurde. Ja, was glauben Sie, woran liegt das, dass sich die Gesellschaft diesen Fragen und auch dieser Verantwortung bislang so unzureichend gestellt hat? Denn was die Aufarbeitung des jüdischen Holocaust betrifft, gibt es ja durchaus Debatten. Die sind auch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich erst langsam in Fahrt gekommen, das wissen wir. Aber dennoch gibt es da ja ein Bewusstsein. Wieso ist das beim Thema Sinti und Roma so unterpräsent? Also ich muss dazu sagen, dass ich da diese scharfe Abgrenzung problematisch finde. Es gab schon immer Mischehen, auch zwischen Romja und Sintize und jüdischen Menschen. Das heißt, jüdische Geschichte und Romani-Geschichte ist nicht so klar voneinander zu trennen. Deshalb, wenn man sagt, okay, die jüdische Geschichte wurde aufgearbeitet oder dort wurde viel mehr gemacht als bei den Romja und Sintize, woran liegt das? Da will ich gar keine Opferkonkurrenz herstellen, weil es eine gemeinsame Verfolgungsgeschichte ist, die uns alle gleichermaßen betrifft. Man kann nicht gegen das eine vorgehen, ohne das andere mitzumeinen und mitzudenken. Das ist so das Erste. Und wenn Sie mich fragen, woran liegt das, dass wir bis heute eine unzureichende Aufarbeitung haben, dann ist es natürlich so, und das sehen wir eben ja auch in aktuellen Debatten, nicht erst seit der Black Lives Matter
Bewegung, dass es um globale und gesellschaftliche strukturelle Machtverhältnisse geht und um Ausbeutungsverhältnisse. Es ist natürlich immer sehr einfach, nur zu sagen, okay, es gab da den Holocaust oder den Völkermord und damit hat alles angefangen. Und wenn man das so isoliert betrachtet, dann fragt man sich, ja, warum ist denn das immer noch so? Aber die Geschichte der Verfolgung, insbesondere der Roma und Sinti in Europa, liegt ja schon seit 1000 Jahren zurück. Und das fing eben schon an mit Sklaverei, die es irgendwie in Moldawien und Rumänien gab. Und dann schauen wir ins Hier und Jetzt und sagen, ja, heute ist alles anders. Aber wenn wir uns solche Skandale angucken, wie bei Tönnies oder auch Spargelfeldern, wo Roma und Romja aus Rumänien oder Bulgarien immer noch systematisch ausgebeutet werden, ihren Lohn vorenthalten bekommen und am Ende sogar abgeschoben werden, dann ist das eine Kontinuität der Ausbeutung, wo dieses gesellschaftliche Verhältnis einfach eine Grundlage für. Ja, da sprechen Sie die strukturelle Benachteiligung an, die gerade ein großes Thema in diesen Bereichen ist. Und vielleicht für den Hintergrund, Sie sagen immer Sintize, das ist die Pluralform, die weibliche Pluralform von Sinti und Romja. Jetzt nur für diejenigen, die sich vielleicht wundern, woher der Begriff Sintize, und ich glaube Romnia ist dann auch die weibliche Pluralform von Roma ist. Auf dem Festival gibt es jetzt Möglichkeiten zum Austausch, das hatte ich gesagt. Was wünschen Sie sich, was Nicht-Roma, Nicht-Sinti, also Gaji ist, glaube ich, der Begriff für die Nicht-Roma- und Sinti-Gesellschaft. Wie stellen Sie sich den Dialog vor? Ich wünsche mir, dass Menschen bereit sind, außerhalb ihrer Komfortzone zuzuhören und aufeinander zuzugehen. Also die gesellschaftliche Ungleichheit, die wird sich nicht davon abbauen, dass man immer nur zuhört und einmal im Jahr. Also das ist ein schöner symbolischer Akt, sich Gedenkreden anzuhören, an einen Stein zu gehen und Blumenlieder zu legen. Und das zeugt natürlich auch von Respekt. Aber diese Ungleichverhältnisse, die wir auch gerade angesprochen haben, die werden davon sich nicht verändern. Das ist eine tagtägliche Arbeit, von der ich mir wünsche, dass sich Menschen aktiv damit auseinandersetzen und aktiv überlegen, wie können wir handeln. Und dazu lädt das Festival ein, eben in den Dialog zu kommen und zu schauen, wie kann dieses Handeln aussehen. Und ich freue mich sehr darauf, wenn mehr Leute zu uns kommen und genau diesen Dialog beitreten. Das ist ein erster Schritt. Vielleicht noch ein Stichwort zum Thema Kultur. Sinti und Roma-Kultur ist ja nicht nur Django Reinhardt, der immer wieder da fällt, dessen Name. Worauf freuen Sie sich? Geben Sie uns mal ein paar Beispiele. Oh, ich freue mich auf so vieles. Tatsächlich haben wir heute Abend eine nicht ganz so offizielle Eröffnung. Da kommt zum Beispiel Melanie Terres. Auch Gütekin Ivanov hier aus der Roma-Community vor Ort wird singen und wird da sein. Wir haben Nancy Black, die als Künstlerin auftritt. Und innerhalb des Festivals wird es so viele Punkte geben, unter anderem auch das Familienfest, wo wir auch einfach mal schöne Momente miteinander erleben und auch Kultur teilen. Und darauf freue ich mich ganz besonders, abseits von Gewaltverhältnissen einfach auch Freude miteinander zu teilen. Roshana Lorraine Witt vom Verein Safe Space, einer der mitorganisierenden Vereine des Festivals Jelem Jelem in Dortmund. Dankeschön, Frau Witt. Danke Ihnen. Ich war letzte Woche in Lissabon im Urlaub. Interessant, dass ich Ihnen das erzähle. Ich erzähle Ihnen das, weil eine der schönsten Straßen, sehen Sie das als Sightseeing-Tipp, falls Sie mal in nächster Zeit dort sind, eine der schönsten Straßen, die Rua Julia de Andrade ist. Und wenn Sie Fan der Chilenin Isabel Allende sind, dann kennen Sie zumindest Teile dieser Straße. Hier steht nämlich das Haus, beziehungsweise die Fassade, das Geisterhaus aus der Verfilmung des bombastischen gleichnamigen Allende-Romans mit Meryl Streep und Antonio Banderas. Das war Allendes großer Riesenerfolg, aber seitdem hat sie noch 26 andere Romane geschrieben. 75 Millionen Mal verkauft worden sind ihre Bücher, in 42 Sprachen übersetzt. Sie ist wirklich die erfolgreichste spanischsprachige Schriftstellerin der bzw. aller Zeiten. Emsig ist sie immer noch. Vor einigen Wochen ist ihr neuer Roman Violetta und erschienen. Und heute feiert Isabel Allende ihren 80. Geburtstag. Eva Kanowski nimmt das zum Anlass, auf ihr Leben und Werk zurückzublicken. Und sie beginnt mit einer der wichtigen Allende-Figuren. 1973 übernahm in meinem Heimatland Chile eine Militärdiktatur die Macht und erklärte den permanenten Ausnahmezustand. Eine Ausgangssperre wurde verhängt. Und für die meisten, besonders die Privilegierten, gab es eine selbst auferlegte Regel des Schweigens. Irene, die Protagonistin aus dem Film von Liebe und Schatten nach Isabel Allendes gleichnamigen Roman, arbeitet als Journalistin. Wie die Autorin selbst leidet sie unter diesem Zwang zu schweigen. Allende erinnert sich in ihrem Memoirenband »Mein erfundenes Land« an die Zeit gleich nach dem Putsch.
Die Bluthunde wurden von der Kette gelassen und ich war von einem Tag auf den anderen eine Fremde im eigenen Land, bis ich es schließlich verlassen musste. Denn wie hätte ich dort leben und meine Kinder großziehen sollen, wo die Angst regierte und es keinen Platz für Dissidenten wie mich gab? Damals waren Neugier und ein flottes Mundwerk per Dekret verboten. Der Staatsstreich traf Isabel Allende auch persönlich. Der demokratisch gewählte sozialistische Präsident Salvador Allende, den die Generäle gestürzt hatten, war der Vetter ihres Vaters und ihr Trauzeuge. Er erschoss sich, als die aufständischen Soldaten den Präsidentenpalast stürmten, um ihnen nicht in die Hände zu fallen. Isabel floh mit ihrem ersten Mann und den beiden Kindern ins Exil nach Venezuela. Dort sollte Jahre später ihre Karriere als Schriftstellerin beginnen. Am 8. Januar 1981 begann ich wieder einen Brief an meinen Großvater, der damals fast 100 Jahre alt war und im Sterben lag. Bald wusste ich nicht mehr, wohin dieser sonderbare Brief mich führen würde. Doch ich schrieb ohne Unterlass weiter. Und als das Jahr vorüber war, war mein Großvater gestorben. Und auf meinem Küchentisch lag mein erster Roman, Das Geisterhaus. Die Literatur entsteht normalerweise aus einer Emotion, einer schmerzhaften Erfahrung, aus dem Wunsch, die Welt zu rekonstruieren oder sie zu verbessern. Daraus eine Erfahrung zu überdenken, um mit ihr leben zu können. Das Geisterhaus entstand aus Nostalgie. Der 1982 erschienene Roman ist die Geschichte Chiles bis zum Putsch und die Geschichte ihrer eigenen Familie, versetzt mit fiktiven Elementen. Ihrer Großmutter, im Buch heißt sie Clara, schreibt Allende übernatürliche Kräfte zu. So lässt auch in der Verfilmung die von Meryl Streep gespielte Clara nicht nur Tische wackeln. Du weißt ja, ich hatte immer eine Verbindung zu den Seelen im Jenseits. Und wenn ich da sein werde, bleibe ich in Verbindung zu dir und allen anderen, sagt Clara im Film zu ihrer Enkelin. Mit ihrer überschäumenden Art zu schreiben, mit ihren Ausflügen in die Welt des Übernatürlichen, wurde Isabel Allende mit ihrem Erstling sofort im magischen Realismus verortet. Für den standen bis dahin Schriftsteller wie die Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez und Mario Vargas Llosa. Sie ist tatsächlich die einzige Frau aus diesem sogenannten lateinamerikanischen Boom, die überhaupt wahrgenommen wurde. Und jede Frau, die in so einer Männerdomäne brilliert, ist natürlich eine Ermutigung für alle, die nach ihr kommen. Insofern ist sie schon wichtig für das weibliche Schreiben in Lateinamerika, sagt Svenja Becker, die 15 Bücher von Isabel Allende ins Deutsche übersetzt hat. Allende war eine Wegbereiterin für Schriftstellerinnen wie Gioconda Belli oder Ángeles Mastretta. Die Gleichberechtigung der Frau ist eines von Allendes großen Lebensthemen. Bereits vor dem Putsch in Chile hatte sie für eine feministische Frauenzeitschrift gearbeitet. Sie unterstützte den parlamentarischen Ehrgeiz ihres Mannes in der Hoffnung, dass, wenn er einen Sitz im Kongress erhielte, sie das Stimmrecht der Frauen durchsetzen könnte, um das sie seit 10 Jahren kämpfte. Denkt Claras Mutter Nivea gleich auf der dritten Seite in Das Geisterhaus. In allen folgenden Büchern ging es Allende immer auch um die Rolle der Frau. Die Frau ist in der lateinamerikanischen Literatur immer schlecht weggekommen. Sie ist Mutter oder Prostituierte. Als Journalistin habe ich immer mit und für Frauen gearbeitet. Ich weiß, wie eine Frau empfindet. Darum kann ich besser über sie schreiben. Ich bin privilegiert gegenüber den meisten Frauen meines Kontinents. Darum habe ich die Verpflichtung, für sie zu kämpfen, äußerte Isabel Allende 1986 und daran hält sie sich bis heute. Sie hat eine Stiftung gegründet, die weltweit Frauenförderprojekte unterstützt. Und ihre Protagonistinnen sind immer starke Frauen, die sich wirtschaftlich auf eigene Füße stellen oder die sich aus toxischen Beziehungen befreien. Allendes wohl stärkste Protagonistin ist die Spanierin Inés Suárez. In ihrem Roman Inés meines Herzens setzt Isabel Allende ihr ein literarisches Denkmal. Esta mujer que no tenía educación, que era una costurera pobre.
Diese Frau war eine ungebildete, arme Schneiderin, die von ihrem Mann verlassen wurde, weil er in die neue Welt wollte. Anstatt in ihrem Dorf zu bleiben, erwirkte sie unter großen Schwierigkeiten die Erlaubnis des Königs und der Kirche, ebenfalls in die neue Welt zu reisen und ihren Mann zu suchen. Als sie im peruanischen Cusco ankam, stellte sie fest, dass sie Witwe war. Sie blieb dort, arbeitete und verliebte sich in Pedro de Valdivia. Als der aufbrach, um Chile zu erobern, legte sie eine Rüstung an, stieg auf ein Pferd und zog mit den Männern. Es waren die Fähigkeiten von Inés Suárez an der Wünschelrute, die verhinderten, dass Pedro de Valdivias Expeditionstrupp 1540 in der Atacama-Wüste verdurstete. Doch geehrt wurde später immer nur Valdivia. Nach ihm heißen eine Stadt und unzählige Straßen in Chile. Inés Suárez musste sich in der von ihr mitbegründeten Hauptstadt Santiago mit einem kleinen Park begnügen. Nach Erscheinen des Romans von Isabel Allende wurde dann eine U-Bahn-Station nach der Conquistadorin benannt. Und in Plasencia, ihrer spanischen Heimatstadt, errichtete man ihr ein Denkmal. Isabel kam zur Enthüllung. Sie kann sehr gut eine sehr große Nähe zwischen sich und der Leserschaft herstellen. Die Leserinnen sind ja oft Frauen, finden sich da sehr wieder und identifizieren sich sehr stark mit den Figuren, beziehungsweise empfinden die Figuren als sehr vertraut. Das ist fast so ein bisschen wie, als wäre man befreundet mit der Autorin. Sagt Übersetzerin Svenja Becker zu der nun schon seit fast 40 Jahren anhaltenden Beliebtheit von Isabel Allende. Allein im deutschsprachigen Raum hat sie 10 Millionen Bücher verkauft. Sie selbst erklärt sich ihren Erfolg so. Ich glaube, das ist eine Sache der Emotionen, die mir wichtig sind, wie die Liebe, die Gewalt, die Angst. All das sind universelle Gefühle, die überall gleich sind. Ich glaube, die Deutschen finden dazu eine sehr gute Verbindung. Auch Allendes große, immer wiederkehrende Themen sprechen viele Menschen an, glaubt Svenja Becker. Sie definiert sie so. Wie entwickelt sich ein Leben? Was macht ein Leben lebenswert? Was sind die Entscheidungen, die getroffen werden, die dann stellvertretend von ihren Figuren getroffen werden, um das Leben nicht einfach geschehen zu lassen, sondern tatsächlich selbst zu gestalten? Dann auch die Frage, wie geht man mit schwierigen Lebenssituationen um, mit Vertreibung, mit Flucht, mit politischem Exil oder mit persönlichen Verlusten. Nach Das Geisterhaus hat sich Isabel Allende vom magischen Realismus gelöst. Geblieben ist ihr die Erzählfreude, das Talent, eingängig zu fabulieren. Beim Übersetzen geht es für Svenja Becker immer darum, den richtigen Ton zu treffen. Ich finde, dass sie sehr rhythmisch schreibt, eine sehr gute Balance hat zwischen so langen Erzählbögen und dann wieder irgendwie so Tempowechseln, wo sie sehr präzise wird und Szenen schreibt, die auf eine Pointe hinlaufen. Das ist eine Herausforderung bei den Übersetzungen. Die Kritik ging meist unsanft mit Isabel Allende um. Man warf ihr unter anderem vor, ernste politische Themen zu banalisieren, Folter zu verharmlosen und mit Liebesgeschichten zu verkleistern. Sie selbst sagte zu den schlechten Kritiken an ihrem Roman Eva Luna: Ich glaube, einer der Gründe für die schlechten Kritiken ist die Tatsache, dass das Buch ein Bestseller ist. Man geht davon aus, dass ein Buch, das sich gut verkauft, automatisch Flughafenliteratur, reine Unterhaltungsliteratur ist. Die deutsche Literaturwissenschaft nahm Allende nach Das Geisterhaus auch nicht mehr ernst. Für mich spricht daraus so eine Abwertung von allem, was unterhaltende Literatur ist. In den USA ist ja dieser Reflex nicht so vorhanden. Es wird jetzt langsam auch ein bisschen anerkannt, dass irgendwie auch über diese lange Strecke so erfolgreich zu sein als Autorin, das ist nicht was, wo man draufschlagen muss, sondern was man sich vielleicht auch mal ein bisschen angucken kann als literarisches Phänomen. Warum ist das so? Und da würde ich mir wünschen, dass die Kritik da mal ein bisschen mehr auch hinschaut. Es gibt ja was an dieser Art zu schreiben, ja, das ganz besonders ist und das auch durchaus eine Kunst ist. Jedenfalls lohnt es sich, Das Geisterhaus nochmal zur Hand zu nehmen. Und Inés meines Herzens ist ein spannender Ausflug in die lateinamerikanische Geschichte aus weiblicher Sicht. Aus weiblicher Sicht war der letzte Halbsatz, da habe ich zu früh den Knopf gedrückt. Tut mir leid. Eva Kanowski über Isabel Allende, 80 Jahre wird sie heute alt. Ja, den Tipp kann ich nur weiter
leiten bzw. bekräftigen, nehmen Sie, wenn Sie es haben, das Geisterhaus nochmal zur Hand. Ein empfehlenswertes Buch. Scala ist hier, Kultur in WDR 5. WDR 5 bietet mehr. Zivilisierte Menschen denken polyphon, hat Kurt Tucholsky behauptet. Dem schließen wir uns gerne an, nicht nur in Scala. Den Kontrapunkt zur Vielstimmigkeit des politischen Geschehens liefert Politikum, unser Meinungsmagazin, das die politisch relevanten Themen reflektiert. Zugespitzt, tiefgründig, spöttisch, spielerisch und scharf. Politikum auf WDR 5 montags bis freitags um 17.45 Uhr. Oder als Podcast, unser Radio zum Mitnehmen. WDR 5. Ich will es wissen. Zahl, wie viel es dir wert ist. Dieses Geschäftskonzept kann nach hinten losgehen. Ich erinnere mich an eine Weinbar in Berlin. Dort konnte man hochwertige Weine trinken und zahlen, was sie einem geschmacklich wert waren. Leider waren offenbar nicht so viele Weinkenner unter den Kunden, weswegen die Bar geschlossen werden musste. Zu viele besoffene Weinleichen auf dem Bürgersteig und zu wenig Umsatz in den Kassen. In der Kultur bekommt das Zahl, was es dir wert ist, Konzept natürlich eine viel größere Bedeutung. Wie viel ist Kunst wert? Was sollte sie wert sein? Und wem bleibt der Zugang zu Konzerten und Ausstellungen wegen zu hoher Preise womöglich verwehrt? Im Städtischen Museum in Paderborn stellt man sich dieser Debatte und diesen Fragen, indem man es praktiziert. Versuchsweise. Das Pay-What-You-Want-Modell. Christine Ittrich war da. Waldkauz, Schwarzspecht, Meisen zwitschern im Naturkundemuseum in Paderborn auf Knopfdruck. Kleine und große Besucher drücken auf einen Button, darüber das Bild des Vogels und sie hören, wer welche Laute von sich gibt. Links und rechts informieren große bunte Infotafeln über die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Carola Alten kommt mit ihren drei kleinen Kindern ins Museum. An der Kasse zückt sie ihre Geldbörse und kann sie gleich wieder einstecken. Die Familie darf erstmal durchs Museum schlendern und soll dann entscheiden, wie viel Geld ihnen der Besuch wert ist. Ich finde das ganz super, muss ich sagen. Ich wusste das vorher gar nicht, aber bin sehr positiv überrascht. Carola Alten strahlt dabei. Sie und ihre Kinder gehen erstmal schnurstracks zur Box mit den Vogelstimmen. Unter dem gleichen Dach, aber in einem anderen Trakt, befindet sich das Kunstmuseum im Marstall. Der Raum war früher der Pferdestall der Residenz des Schlosses Neuhaus aus dem 18. Jahrhundert. Historische Metallsäulen stützen die Decke. An den Wänden hängen große Zeichnungen und Fotografien. Ausflug ins Blaue heißt die aktuelle Ausstellung. Seit 2 Wochen gilt auch in diesem Museum das neue Bezahlkonzept. Bis jetzt sei in der Kasse nicht mehr Geld als sonst, aber auch nicht weniger, zieht Leiterin Andrea Brockmann eine erste vorsichtige Bilanz. Aber es sind mehr Besucher gekommen und die Chefin bekommt glänzende Augen. Genau, das ist ja unsere Motivation. Wie können wir neue Besuchergruppen erreichen? Und das scheint ja dieses Mittel Pay What You Want dazu zu führen, dass wir neues Publikum gewinnen oder neugierig machen und hier einladen, die Museen zu besuchen. Zwischen den beiden Museen befindet sich das gemeinsame Foyer und dort an der Kasse steht auf einem weißen Sockel eine elegante hellgrau gestrichene Box, abgedeckt mit einer durchsichtigen Plexiglasscheibe. Durch einen Schlitz können Besucher das geben, was sie möchten. Ida Funk sitzt normalerweise an der Kasse. In diesen Tagen hat sie einen ganz anderen Job. Sie informiert die Gäste über Bezahl, was du willst. Die Besucher sind total begeistert. Die finden das ganz toll, dieses Projekt. Also die, wenn man denen sagt, die müssen jetzt nichts bezahlen, erst sich alles anschauen und dann sagen sie, oh, was für eine tolle Idee. Ja, das ist aber schön. Ein Blick in die Box lässt vermuten, manche Besucher sind großzügig, denn im Kasten liegen 10-Euro- und 5-Euro-Scheine, sogar ein 20er. Der normale Eintritt in den städtischen Museen in Paderborn beträgt nur 2,50 Euro. Zum Museumsquartier im Schloss Neuhaus gehört auch die Städtische Galerie. Sie ist wenige Meter vom Naturkundemuseum entfernt, verbunden mit einem Kiesweg entlang eines historischen Barockgartens. Prinzip Collage heißt die aktuelle Ausstellung mit Werken der Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Hertha Müller zeigt hier die Reihe, der Beamte sagte, es sind 140 Collagen, die sie aus Wortschnipseln herstellt, die sie zu kleinen Gedichten, kleinen Geschichten zusammenklebt.
Und wenn man an den 140 Collagen entlang geht, ja, erlebt man die Geschichte, der Beamte sagte. So erläutert Museumschefin Andrea Brockmann die Erfahrungen, die Hertha Müller 1987 gemacht hat, nach ihrer Ankunft im Auffanglager in Nürnberg. Ursula Marquardt hat sich in Hertha Müllers Collagen vertieft. Auch sie ist angetan vom innovativen Bezahlkonzept. Man kann unbefangen in das Museum erstmal hereintreten, schaut sich alles an und kann hinterher beurteilen, was einem das nun wert ist. Also ich würde jetzt als Besucher so 5-6 Euro geben. Ja, halte ich das für einen angemessenen Preis für das, was auch geboten wird an Qualität. Wir sind zurück im Naturkundemuseum und treffen auf Heike Fischer, die hier zum ersten Mal zu Gast ist und soeben erfahren hat, wie es gerade so läuft mit dem Bezahlen. Die Idee finde ich super. Man kann selber entscheiden, wie viel man bezahlen möchte und wie viel einem das Ganze wert ist. Ich fände es halt nur schade, wenn manche Leute das ausnutzen und sagen, ach nee, ich bezahle mal gar nichts, ich gehe einfach so rein. Weil ich denke mal, so ein bisschen Wert sollte man dem Ganzen schon zusprechen. Bis zum 18. September können Besucher in den Museen in Paderborn selbst entscheiden, was ihnen der Besuch wert ist. Wissenschaftlich wird das Projekt von Studentinnen und Studenten der Universität Paderborn begleitet. Sie führen Interviews mit den Besuchern, fragen, wie ihnen das neue Bezahlsystem gefällt und erstellen dann eine Analyse. Vielleicht kommt dabei raus, dass die Museen in Paderborn Pay What You Want auf Dauer einführen. Tja. Im Städtischen Museum in Paderborn wird es versucht, was möglicherweise dann auch Vorbildcharakter für andere Museen haben könnte, das Pay-What-You-Want-Modell. Christine Ettrich berichtete für Scala. WDR 5. Ein Gedicht. Ferien. Von Fred Endrikat. Es ist schön, in freier Zeit zu wühlen, an den Minuten wie am Süßholz kauen. Mit den Gedanken Tennis oder Fußball spielen, aus den Ideen ein Kartenhäuslein zu erbauen, auf einer Wolke über Berg und Tal zu reiten, der Wind als treuer Köter hintendrein, auf einem Glockenton in weite Fernen gleiten und in der Einsamkeit nicht einsam und allein zu sein. So, jetzt muss ich eine kleine Gedankenpause machen, um zu Regina Münch überleiten zu können. Die ist anwesend für die Kulturnachrichten. Bei der Bayreuther Premiere von Richard Wagners Walküre hat es gestern Abend eine kurzfristige personelle Umbesetzung gegeben. Wotansänger Tomasz Konieczny verletzte sich auf der Bühne. Konieczny ließ sich das zunächst nicht anmerken und brachte den zweiten Akt zu Ende. Nach der Pause kehrte er aber nicht auf die Bühne zurück. Für ihn sprang kurzfristig Sänger Michael Kupfer-Radetzky als Wotan ein. Die US-Sängerin Beyoncé hat nach Kritik den Text eines ihrer neuen Songs geändert. In der ursprünglichen Version von Heat It auf dem neuen Album Renaissance benutzt die Musikerin das Wort Spaz. Umgangssprachlich bedeutet es, die Kontrolle verlieren, ungeschickt handeln oder sich seltsam verhalten. Es kann aber auch abwertend für Menschen mit Behinderung benutzt werden. Laut einer Sprecherin wurde der Begriff nicht absichtlich in verletzender Weise verwendet. Er wird jetzt aber ersetzt. Renaissance ist das 7. Studioalbum von Beyoncé und war erst vor wenigen Tagen erschienen. Die Autorin Sascha Mariana Salzmann wird in diesem Jahr die Laudatio zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels halten. Geehrt wird der ukrainische Schriftsteller und Musiker Serhii Zhadan für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie seine humanitäre Haltung. Die Preisverleihung findet während der Frankfurter Buchmesse am 23. Oktober in der Paulskirche statt. Salzmann, die gebürtig aus Russland stammt, kam 1995 nach Deutschland. 2017 stand sie mit ihrem Debütroman Außer sich auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. In ihren Werken bezieht sich Salzmann immer wieder auf die Texte Serhii Zhadans, der zu ihren literarischen Vorbildern zählt. Das Museum Morsbruch in Leverkusen soll zu einem öffentlichen Raum für die Stadtgesellschaft werden. Das sagte der seit einem Jahr amtierende Direktor Jörg Vandenberg. Ab September solle zudem die Sammlung neu präsentiert werden. Für die Neuausrichtung des Museums hatte die Stadt Leverkusen bereits im April zusätzliche Gelder in Höhe von knapp 2 Millionen Euro bewilligt. Das Museum möchte damit einen Schlussstrich unter die Debatten der vergangenen Jahre setzen. 2016 hatten Gutachter der Stadt Leverkusen empfohlen, das Museum zu schließen, um Geld zu sparen.
Das Museum Morsbruch besitzt Werke von Künstlern wie Gerhard Richter, Georg Baselitz oder Sigmar Polke. WDR 5 Lesen. Der renommierte ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkow ist seit seinem internationalen Bestseller Picknick auf dem Eis weltweit für seine ziemlich skurrilen Geschichten und den Hang zum Anarchismus bekannt. Sein letzter Roman Graue Bienen spielt im Donbass zwischen den Fronten ukrainischer Kämpfer und russischer Separatisten. Seit dem Kriegsausbruch schreibt Kurkow keine Romane mehr. Letzte Woche ist der Roman allerdings erschienen, den er zuletzt verfasst hat. Und der heißt Samson und Nadeshda. Mareike Ilsemann verrät, worum es darin geht. Es beginnt mit einem traumatischen Ereignis. Samson, ein junger Mann, ist mit seinem Vater in Kiew unterwegs, als hinter ihnen ein Reitertrupp Kosaken auftaucht. Der Säbel eines der Männer rast auf den Kopf des Vaters hinab. Der nächste Hieb erwischt Samsons rechtes Ohr. Er sieht es aus dem Augenwinkel auf den Boden fallen. Von hinten preschen 5 weitere Reiter auf ihren Pferden heran. Aber Samson sah sie schon nicht mehr. Er lag im Graben, die linke Hand in die nasse Erde gedrückt, den Kopf auf die rechte Faust gelegt. Die Wunde an seinem Kopf brannte laut und dröhnend, als würde über ihr jemand absichtlich auf eine Eisenbahnschiene hämmern. Samson wollte seinen toten Vater nicht mit dem zerschlagenen Schädel sehen. Deshalb taumelte er rückwärts durch den Graben, das Ohr fest in der Hand. Verstört rennt Samson durch die Straßen von Kiew. Ein Augenarzt versorgt die Wunde und hilft ihm, den Leichnam des Vaters zum Bestatter zu schaffen. Dieser 11. März 1919 war zu dem Tag geworden, der einen Strich unter sein vergangenes Leben zog, heißt es lakonisch am Ende des ersten Kapitels. Kurkow erzählt in gewohnt faktisch nüchternem Ton mit gelegentlichen Anflügen von skurrilem Humor. Der passt zur Haltung, die die Kiewer in seinem Roman im Frühjahr 1919 entwickelt haben. Gewalt gehört seit Jahren zum Alltag der Menschen dazu. Und die Rotarmisten in der Stadt haben noch keine neue Ordnung aufgebaut. Der Gedanke an die neue Macht rief bei Samson ein kümmervolles Lächeln hervor. Als es eine einzige Macht gab, mochte es auch die alte gewesen sein, schien das Leben banal, verständlich und gewohnt. Und man war es gewohnt, darüber zu schimpfen, auch wenn selbst die Schwierigkeiten nach dem Beginn des Weltkriegs im Vergleich zu dem, was später kam, keine Schwierigkeiten, eher ein paar Unannehmlichkeiten waren. Dann brach die alte Zarenmacht zusammen und an ihre Stelle traten viele kleine und wütende Mächte, die einander mit Schießereien und Hass ablösten. Die Sowjetunion ist noch nicht gegründet, es gibt noch Aufstände der Zarenanhänger. Samson und Nadjeschda ist zunächst ein historischer Roman, der dialogreich, unterhaltsamen, detailreichen Szenen vom Alltag der Menschen in einer brutalen Umbruchszeit erzählt. Im Mittelpunkt steht der sympathische Samson mit seinem neuen Leben. Der junge Mann stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat Elektromaschinenbau studiert. Sein Vater hatte die Bücher einer Handelsfirma geführt, während des Krieges aber starben Mutter und Schwester. Nun sitzt Samson in der bitterkalten Wohnung, das Brennholz im Keller ist knapp. Die Hausmeisterwitwe nimmt sich seiner an, sie lässt ihn wissen, wo gerade Milch und Butter zu haben sind und lädt ihn in ihre Küche ein. Dort hing ein schrecklicher, intensiver Geruch in der Luft, als hätte man stundenlang Zwiebeln gebraten. Aber klaglos nahm Samson die Einladung an, sich mit ihr an den Tisch zu setzen und einen Tee zu trinken. »Du bist doch jetzt weise«, sagte sie mitleidig und ein wenig fragend. »Lange darf das aber nicht so bleiben. Das ist schädlich.« »Was soll ich denn machen?«, fragte Samson zurück, einfach um ihre mitfühlende Erörterung seiner Lage, in die das Schicksal ihn gebracht hatte, in Gang zu halten. »Heiraten«, rief sie entschieden. Sie kündigt an, nach einem passenden Mädchen Ausschau zu halten. Und tatsächlich wird es gar nicht lange dauern, bis sie ihm eine geeignete Kandidatin vorstellt. Nur wenige Tage später findet sich Samson wieder in der Hausmeisterwohnung ein. In die Küche kam zum Klappern von Holzschuhen eine junge Frau von fast schon athletischem Äußerem herein. Hochgewachsen, mit rundem Gesicht, kräftigem Körperbau, aber nicht dick. Im schwarzen, kurzen Schafspelz, der von Knöpfen gerade so zusammengehalten wurde und dadurch aufgequollen wirkte, in einem strengen Rock, der über die Knie reichte. »Nadja«, sie streckte ihm über dem Tisch die Hand hin.
Samson, stellte er sich vor, spürte ihren festen Händedruck und sah ihr freundlich und ein wenig kläglich in die grünen Augen. Nadja, die Kurzform für Nadjeschta, bedeutet Hoffnung. Sie bringt Hoffnung in Samsons Leben, weil sie weiß, wo es Brennholz gibt. Und sie blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn sie ist wild entschlossen, ein Beispiel für den künftigen Menschen abzugeben. Der soll entschieden, ernst und gutherzig sein, berichtet sie Samson. Ganz und gar nicht gute Beispiele für den künftigen Menschen geben die beiden Rotarmisten ab, die sich zeitgleich in Samsons Wohnung einquartieren. Sie neigen zu plötzlichen Gewaltausbrüchen, sind schwer von KP und entpuppen sich als Banditen. Andererseits versuchen sie verzweifelt, die Läuse loszuwerden, unter denen sie leiden. Ob Rotarmist, Witwe oder Augenarzt, Kurkow stellt die Menschlichkeit seiner Figuren heraus. Samson und Nadjeschta wäre aber kein Kurkow-Roman, wenn es nicht auch skurrile Elemente gäbe. Und so verwundert es gar nicht, dass Samson eines Nachts laut und deutlich das Rascheln einer Maus wahrnimmt. Er stellt fest, dass das Geräusch nur von seinem abgeschlagenen Ohr wahrgenommen werden kann, das er in einer Puderdose im Schrank verwahrt. Er nahm die Schachtel, hob den Deckel ab und sah sein Ohr mit dem geronnenen Blut am Rand der Schnittstelle. Das Ohr wirkte lebendig, überhaupt nicht verschrumpelt. Samson wunderte sich und berührte es mit dem Finger. Und es war, als spürte er diese Berührung mit dem Finger und dem Ohr gleichzeitig. Darauf fasste er sich an das heile linke Ohr und fühlte genau dasselbe. Das lauschende Ohr wird Samson das Leben retten und ihn zur neu gegründeten Miliz führen, wo er aufgrund seiner guten Bildung eine Stelle als Ermittler erhält. Schon bald muss er einen Mord aufklären. Samson und Nadjeschta stellt den Auftakt zu einer neuen Romanreihe von Kurkow dar. Altruistische Ärzte, Schneider aus Deutschland, Kirchenleute, hier im ersten Teil tauchen interessante Figuren des multikulturellen, für immer untergegangenen Kiews des 19. Jahrhunderts auf. Auffallend ist es, in welchem Verhältnis die etwas skurrile Kriminalgeschichte zur Darstellung der Umstände steht. Ganz klar, die Einführung der Hauptfiguren Samson und Nadjeschta und die Zeit stehen im Vordergrund. Samson löst zwar den Mordfall, damit aber ist noch nicht mal symbolisch eine Ordnung wiederhergestellt. Wir alle wissen, die Machtkämpfe um und in der Ukraine haben sich bis in die Gegenwart fortgesetzt. Andrei Kurkow hat mit diesem Roman eine unterhaltende Hommage an die Menschen seiner Heimat vorgelegt. Mögen die Umstände noch so schrecklich sein, die Figuren finden einen Weg zu überleben und klug, pragmatisch, leidensfähig und patent mit der Realität umzugehen. Samson und Nadjeschta ist das Buch, was Mareike Ilsemann besprochen hat, von Andrei Kurkow, aus dem Russischen von Johanna Marx und Sabine Griebig ins Deutsche übersetzt, bei Diogenes erschienen. Jetzt gleich Zeit für Franz Hansel. Hallo Sebastian. Da ist so Autoverkehr. Das ist Auto? Was? Das Fenster noch zumachen gleich. Hey, das stimmt. Das ist tatsächlich jetzt noch offen. Hast du aber gut gehört. Die Nord-Süd-Fahrt. Obwohl du die Musik so laut hast. Mach ich leiser. So, was gibt's bei euch? Viele Menschen schwören drauf aufs Birding. Kennst du das? Vögel angucken oder? Das könntest du ein bisschen liebevoller sagen. Ornithologische Betrachtung. Vögel beobachten, das kann entspannt und spannend zugleich sein. Kann man ja mal einen Ausflug machen oder sitzt im Garten oder im Park und einfach nur beobachten und gucken. Und über das wirklich Faszinierende am Birding, das ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber wahrscheinlich in einer halben Stunde schlauer sein werde, darüber werden wir gleich sprechen. Und du hast das schon angedeutet, natürlich mit einem Ornithologen. Ist super spannend. Ich stelle mir das auch sehr bildhaft vor, wie man im Liegestuhl entspannt sitzt. Und ich kenne es vom Vogelzählen. Einmal im Jahr ist ja Vogelzählen. Ja, genau. Ach, machst du da mit? Ich habe da 2-3 Mal mitgemacht und mangels ornithologischer Kenntnisse immer nur 1 oder 2 Vögel identifiziert. Aber ist ja auch schon mal was. Ja, es gibt immerhin 350 Arten in Europa, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist es. 2 davon kenne ich auch. Gleich im Anschluss an Skala. Stimmt, Amseln und Tauben. Adler und Uhu.
mit Franz Hansel, wieder 5 Quarks um kurz nach 15 Uhr. Und Sie, liebe Scala-Freundinnen und Freunde, darf ich noch an die Wiederholung erinnern. Heute Abend 21.05 Uhr oder im Netz jederzeit natürlich abrufbar. Der Podcast wdr5.de, die Adresse. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut. WDR 5.